every sound or letter, with every watch, I'm over it now. With every day, gets better, are you without the pain? To watch stories from the bottom of the world, because they're truly profound. It's adolescence now, decades long, you think. Ja, das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil man dann doch echt nervös ist und dann die Finger nicht ganz so wollen wie man selbst. Aber ja, mir hat es auch voll gut gefallen, weil ich fand die Lieder auch sehr schön. Und natürlich dann am Ende das krönende Highlight mit der Bettina zusammen zweistimmig ist einfach wunderbar, Musik machen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute Abend hier bin. Es ging mir nicht um die Bewertung, weil ich weiß eh, alleine und dann noch nicht als Liedermacher habe ich eigentlich gar keine Chance. Es macht mir einfach nur Freude, für euch Musik zu machen, und deswegen komme ich auch gerne nochmal wieder. Sehr schön. Im Sandenschlupf. Die anderen behaupten, es gäbe mich gar nicht, doch die sind verrückt. Keiner von denen hat wirklich begriffen, was mich so bedrückt. Der ewige Strand, die Melancholie, der Horizont voll Sand. Wir haben Blut. Ich glaub, sie braucht mal ein bisschen frischen Nordsee. Krabbel hat den Blut. Was machen wir da Blut? Komm, wir schenken ihm Empfang. Ich bin eine wiedergeborene Krabbe. Den Tag, wie er kommt, es regnet wieder Frösche. Und draußen im Kanal, da schwimmen metergroße Fische. Die Kühe in der Straßenbahn versetzen bunte Steine. Während ich zu Hause im krassen Wahn verhindere, dass ich weine. Der Tag hat an Struktur verloren, das Bier, der Wein, der Sekt vergoren. Ein Fuß am Boden festgefroren, ich leide. Nimm den Tag, wie er kommt, sei einfach frei und schreibe in Versen und im Rhythmus dir den Schmerz aus deinem Leibe. Kipp Spiritus ins Feuer, in deinem Scheißgemäuer, und schweißgebadet kauerst du nur fiebrig in der Ecke. Jetzt reg dich, aber ich mach es schon, ich schreib mit Witz, Humor und Hohn ganz selbstironisch über diese Scheiße. Gut, mit der Einleitung wird so man wird sich nicht immer gleich warm auf der Bühne. Alles, du bist aus Freiburg, oder woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg? Aber ich wohne hier schon ziemlich lange. Ich wohne hier schon 8 Jahre in Freiburg. Es ist eine schöne Stadt. Sehr schön hier. Vielen Dank. Es gehört halt auch zu den... Find greed and believe again, cause I wonder why.
can strength, can trust, can hope. Maybe not the God that you know, but the feeling that fulfills me. Social pressure, how can I come up to all these expectations? And I wonder if this is the right way that I go. And sometimes I fall down, sometimes I'm just not able anymore to see all my luck in life. And I got some, I really got some. So I focus all my energy into it, and I create my own state. I'm fading as I see life's always showing what we want to see. I have to see it's not easy. Hattest du ja eingebaut, gell? Ja, hatte ich ein bisschen, aber ja, das ist ja viel mit eigentlich so mit der rechten Schlagrinne noch zusätzlich greifen, das habe ich jetzt da weniger gemacht. Achso, okay. Weil das mir auch beim Akustik-Slam zum ersten Mal begegnet, ja, genau diese Technik, also was man mit so einer Gitarre alles machen kann. Wo hast denn du Gitarre spielen gelernt? Also studiert oder sowas? Nee, oder? Überhaupt nicht. Also, ich habe 5 Jahre lang Gitarrenunterricht genommen bei dem Vater von meinem damaligen besten Grundschulfreund. Und der ist auch nur Autodidakt. Also der hat mir so eigentlich so Grundzupfmuster und Schlagsachen und so typische Anfangssachen wie Stairway to Heaven und Nothing Else Matters und sowas beigebracht ohne Musiktheorie. Und if you've got Warren, then read it to me. Shut her down because she made me sore. For I thought I was her daddy, but she had 5 more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on the train and they took me back. In the county jail. Must have been about 9:30. I spied the sheriff coming down the line. The sheriff called as he flared his nose. He said, dirty hack into the district court, into the courtroom where my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, when I saw that Pinguin nicht fliegen kann. Ich hab's einfach nicht kapiert. Was war denn heute mit ihm los? Dabei fand ich die Frage durchaus gar nicht mal so doof. Gemein, die Frage drückte wie ein Schuh mit einem Stein. War's rhetorisch oder ernst gemeint? Ja, da kam mir eine Idee. Ich schlug das Telefonbuch auf und rief mal eben an in Köln bei Günther Jauch. Und Günther sprach zu mir, hey Junge, pass mal auf, die Fragen von euch Deppen höre ich jeden Tag zuhauf. Geh doch an die Uni und frag sie Löcher in den Bauch, dann ruft nie wieder an, nur weil ich heiß wie Günther Jauch. Der Briefträger aus Sambia sprach mich heute Morgen an, er fragte, warum ein Pinguin nicht fliegen kann. Und ich hab's einfach nicht kapiert, was war denn heute mit ihm los? Dabei fand ich die Frage durchaus gar nicht mal so doof. Und von zu Hause an die Uni, dort kannte ich noch wen. So ein Streber von der Schule, hab ihn lange nicht gesehen.
mich meistens ausgeschlafener, wenn ich ausgeschlafen habe. Du kamst aus Kollnau? Du hast in Kollnau heute den Zug verpasst, deshalb haben wir nach hinten nicht da irgendwelche Tricks und so. Stimmt, glaub wirklich, was machst du denn in Kollnau? Was verdammt nochmal passiert in Kollnau? Ich habe da so ein geheimes Meth-Labor und wir bauen dort Drogen zusammen, die wir dann auf illegale Art und Weise zusammen mit dir natürlich an der Uni verteilen. Und nein, ich habe in Kollnau einen Proberaum, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich habe in Kollnau einen Proberaum, beziehungsweise wir haben einen Proberaum mit Erich Adam und die Jugend von heute, das ist meine Band. Die Jugend von heute, das sind so Leute zwischen deinem Alter und 50 Jahren und das ist dann meine Backline im Prinzip. Das sind großartige Musiker, die auch einen großartigen Proberaum haben, aber eben leider in Kollnau. Erich Adam und die Jugend von heute heißt das. Schmidt, der euch hier von dieser Veranstaltung erzählt hat, der hat euch schon zweimal gesehen, ich euch einmal. Wie oft spielt ihr so in der KIO? Wir versuchen so einmal im Monat zu spielen, um auch für unsere Band Werbung zu machen und eben auch ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Habt ihr auch Geld in Form von die Kohle im Hut? Ja. Ah, okay. Habt ihr noch andere Spots wie die KIO, wo ihr spielt? Ja, also jetzt haben wir ein paar Anfragen bekommen, für Weihnachtsfeiern zu spielen, aber also die meiste Musik machen wir halt eben auf der Straße, weil es kommt gut an, haben wir gelernt und ja, macht uns auch hammermäßig viel Spaß, wenn viele Leute stehen bleiben. Ihr könnt trotzdem gehen, ihr müsst nicht so lang bleiben, ich spring vielleicht bis morgen oder wer weiß. Jetzt! Naja, wir haben
hervorragendste Künstler. Ja. Alle, da bitte ich nochmal einen Applaus. Saxobeat hat jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen zu spielen, da kann gerne bleiben, mal unterhalten. Die anderen lade ich schon mal.